Es ist verdammt kalt. Pedder hat weiße Schuhe an. Und wir sitzen im Herzen Frankreichs an einem 190 Hektar Stausee, Flachlandstausee, an dem Boote verboten sind. Boote ist ein gutes Thema. Peter, stell dich ganz kurz vor, und die Bootsangelei, die liebt er. Und deswegen sind wir hier, wo er das nicht hat. Ja, ich bin der Peter, ich bin 24 Jahre alt, komme aus NRW, bin seit März diesen Jahres bei Success for Bates im Support drinne. Normalerweise mache ich sowas hier gar nicht. Ich bin normalerweise an den Baggerseen unserer Region unterwegs, hauptsächlich mit dem Schlauchboot natürlich. Relativ hohe Distanzen werden da viel gefischt, viel Krautangelei, tiefes Wasser. Ja, haben wir hier alles nicht so. Haben wir nicht. Ich musste meine 12-Fuß-Routen irgendwo aus den Tiefen meines Schuppens kramen. Aber du hast welche dabei. Ich finde, so ein Wurf-Setup ist schon mal wichtig. Ich habe welche dabei, ich habe noch welche gefunden. Ja, und jetzt sitze ich hier und mühe mich ab. Ganz kurz, was hast du dir gedacht, als ich sagte, wo wir hinfahren und was wir machen? Leck mich. Ja, finde ich geil. Aber wichtig ist auch Zeltheizung, ne? Ja, Zeltheizung. Zeltheizung war ein gutes Thema. Ja. Ich mache viel Winterangelei. Du ich nicht gar so. Nicht, gar, absolut nicht. Ja, von daher kam irgendwann die Frage von Basti, ob ich denn eine Heizung mitnehme. Habe ich gefragt, ob er alle Latten am Zaun hat, dass wir definitiv eine einpacken. Und du hast auch eine organisiert bekommen. Ich habe eine organisiert gekriegt. Und beste Grüße gehen raus an Sepp aus unserer Produktion. Ohne die Heizung wäre ich auf jeden Fall schon dreimal nach Hause gefahren. Ja. Aber ganz kurz, lass uns das Ganze hier verorten. Wie gesagt, wir sind an einem Flachlandstausee im Herzen Frankreichs. Wir haben hier 190 Hektar. Boote sind verboten. Der Bestand ist gut. Ich kenne den See, ich war schon mal zu einer Videoproduktion hier. Ja, und deswegen sind wir hergefahren. Kernauftrag ist es hier, einfach einen Fisch zu fangen. Wir sind hier angekommen. Es gibt noch eine freie Nachtangelzone, die noch nicht gesperrt ist. Und die ist voll. Ja, da sitzen wir jetzt drin. Die reicht genau für zwei Camps. Also wirklich klein. Also rechts von uns sitzen ein paar Franzosen. Wir sind hier angekommen, haben geguckt, haben gesehen, okay, wir haben noch einen Platz. Den haben wir dann überraschenderweise auch genommen. Da brauchen wir auch keine Münze verwerfen. Nee. Ja, haben wir aufgedeckelt, haben jetzt zwei Nächte dafür Zeit. Und ja. Erstmal bewaffnet mit der Spotroute hier. Bisschen gemarkert, geguckt. Genau. Wie ist die Struktur? Wie gesagt, ich kannte sie. Ist für mich nichts Neues. Peter hat Struktur gesucht. Hast du welche gefunden? Ich habe keine Struktur gefunden. Also es ist eine Badewanne. Wir fischen einfach unten die erste Kante, die überhaupt irgendwo mal so ein bisschen runterkommt. Ungefähr auf 4,5 Meter, so um den Dreh. Ja, ansonsten ist hier nichts drin. Wir fischen halt genau den Übergang vom schlammigen Bereich, der dann so irgendwo bei 5 Meter liegt, auf den kiesigen Bereich, der hochkommt. Fischen, wie gesagt, unten die Kante dann genau dazwischen. Ja, und werden versuchen, da ein paar vorbeiziehende Fische halt abzufangen. Oder immerhin schon mal ein, das wäre ganz gut, wenigstens ein. Ja, wir hoffen, dass wenigstens noch irgendwo Fische ein bisschen aktiv sind. Ja. Wir sind angekommen, es war ultra windig. Also die Zelte sind beim Aufbauen hier, wir mussten sie gegenseitig festhalten. Es war wirklich stürmisch. Es war auch nicht möglich, das zu filmen, weil wir, also nein. Ich war nicht schon wieder nach Hause gefahren. Ich hatte den Kaffee komplett auf, ich war stark bedient. Ja. Jetzt haben wir eine ruhige Minute gefunden, um das hier aufzunehmen. Ja. Jetzt ist der Wind gerade weg, wie ihr seht. Dadurch auch deutlich angenehmer, aber die erste Zeit war auf jeden Fall nicht so einfach. Also ich bin selber sehr gespannt, ob wir hier echten Fisch fangen oder ob wir einfach nur produktiv uns grippeähnliche Symptome einfangen. Grippeähnliche Symptome lässt mich ganz kurz zur aktuellen Situation was erklären. Peter und ich sind beide geimpft. Wir haben uns vorher getestet. Genau. Und waren symptomfrei. Jetzt witterungsmäßig läuft auf jeden Fall schon mal die Nase. Also das dazu. Peter, du bist ja so ein richtiger Bootsangler, hast du erzählt, ne? Ja. Auf einer Skala von 1 bis ganz viel. Wie viel Bock hast du jetzt bei dem Wind hier zu werfen? Ja.
Meinst du, du kommst weit genug jetzt? Wie viel Wicklung hast du? Ich habe 24 Wicklungen und meine Vermutung ist, dass der Teich wahrscheinlich 26 fliegt und der Haken. Blendet hier eigentlich die Sonne? Hier blendet alles und jetzt. Ich will kotzen. Ich will wieder auf mein Boot. Wo gehst du hin? Haken holen. Wie einen Haken holen. Okay. Getroffen. Ich musste mehrfach werfen. Mein Haken ist jetzt stumpf. Und du hast jetzt schon wieder Bock auf dein Boot zu gehen? Und ich habe jetzt schon wieder Lust auf meine Baggerseen zu Hause, auf mein kleines Schlauchboot, die Routen abzulegen und entspannt zu angeln. Also willst du mir gerade sagen, dass meine Gewässerauswahl für diesen spontanen Trip nicht ganz dein Interesse trifft? So können wir es ausdrücken, theoretisch. Also das ist bestimmt ein schönes Gewässer mit guten Fischen. Vielleicht nächstes Mal bei Windstärke 3 statt 12. Und so 15 Grad mehr wären auch ganz nett. Also ich finde 1 Grad völlig angemessen. Saukalt, es pustet den ganzen Tag, mir läuft die Nase, ich habe Halsschmerzen. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben ja beide eine Heizung mit, Gott sei Dank. Gas ist natürlich nur halb voll. Aber ja, wir schlagen uns durch und hoffen, wir können euch noch ein paar dicke Fische zeigen. Thema Futter. Petter, du bist der Winterangler, du bist vor allen Dingen auch ein Futterangler. Und ich gehöre bei den Temperaturen sowieso einfach nur aufs Sofa. Was haben wir mitgenommen? Was hast du vor allen Dingen damit gemacht? Ja, genau. Also wir haben eingepackt unseren VNX in 14 mm. Schön kleine Köder für den Winter. Können gut aufgenommen werden, sind sehr kompakt, auch am Haken. Die haben wir mit Tiger Taffy Tarp Shake und VNX Bait Activator haben wir gemischt, haben die damit benetzt und dann haben wir trockenen Stickmix draufgegeben. In dem Fall auch wieder VNX. Dann kriegen die so einen schönen Teigmantel, der eine super hohe Lockwirkung hat unter Wasser. Die Liquids und der Bait Activator, die können sich super lösen davon, beziehungsweise der Carp Shake wird über eine lange Zeit abgegeben. Wir haben sehr viele Partikel, die dann im Wasser sind und es ist einfach eine super hohe Lockwirkung. Dazu haben wir Partikel eingepackt. Mhm. Wir haben das Ganze mit Hanf noch gemischt. Das fördert einfach die Verdaulichkeit. Der VNX ist ja eh schon ein Kohlenhydratköder, der sehr gut durchgeht, der den Fisch nicht so stark sättigt. Wenn man dazu noch den Hanf dann gibt im Winter, das steigert die Verdauung vom Fisch noch einmal zusätzlich und dann hat man da eine ganz gute Mischung an der Hand, denke ich. Das haben wir einmal mit der Spomp gefüttert hier. Ja. Und in PVA-Bags. Also ich habe da PVA-Bags genommen. Genau. Da muss man ein bisschen aufpassen, das muss man tatsächlich sagen. Wir nehmen die, entweder man lässt den Bait-Activator vorher wirklich in die Köder einziehen. Ja. Oder man muss einen relativ hohen Carb-Shake-Anteil nehmen. Ansonsten, der Bait-Activator von uns ist ja ist PVA-löslich. Genau. Das heißt, das löst sich nicht sofort auf, aber wenn es jetzt richtig nass damit ist, dann schon. Ne? Ja. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Entweder ihr soakt erst die Köder, das funktioniert wunderbar und macht dann das Liquid drauf. Oder ihr macht das Mischungsverhältnis so, dass es passt. Ne? Oder halt, der Stickmix ist ja trocken. Man streckt es damit auch noch. Ne? Also ja. Dann funktioniert das schon. Genau. Da haben wir halt auch einen schönen Mix gemacht. Ne? Ja, ich denke schon. Das ist die eine Boilies, gute Pampe geworden. Hanf dazu. Ja. Und ob es dann einen Fisch bringt, sehen wir, denke ich mal, heute mit Einbruch der Dunkelheit. Hoffentlich. Los mit dir, Junge! Was? Das kann man essen? Bist du behindert? Alter, wer isst denn das Grüne von der Tomate? Du bist ja komplett widerlich. Jeder normale Mensch isst den Strunk. Hier, gönn dir, Hänger. Uns auch nicht an. Bestens vorbereitet. Hey Peter. Ha?
Ich weiß gar nicht, ob wir Ton haben bei dem Wind, aber welche Route war das? Das war jetzt die mittlere Route. Ein bisschen drüber gespompt mit Hanf, mit Teig. Kleine 14er Murmel. Strawberry Stick, nichts drum gemacht. Ja, unten an die Kante gelegt, an den Übergang, wo der steinige, kiesige Bereich hier in den Lehm ausläuft. Wie glücklich bist du gerade eigentlich von der Skala von 1 bis glücklich? Oh, ohne Witz. 7 Stunden Fahrt, die Nacht vorher 2,5 Stunden Schlaf und der kurze Nap auf der Autobahn haben sich so brutal gelohnt, Alter. Aber zum Glück habe ich davor auch 2,5 Minuten Terrine gegessen. Geil! So, hier ist der erste. Von so einer spontanen Tour. Hat noch ein bisschen Potenzial nach oben. Ich bin doch nur spontan so ein witziger Typ. Sag mal, welches Slick hast du denn jetzt gecatcht hier? Genau, ich fische ganz einfach ein kleines Slip D-Rig mit einem 14er VNX. Kleines Mais von oben drauf. Ja, und da fängt man die Riesen hier. Aber zum Glück muss man dann jedes Mal auf den Haken wechseln. Bringt das Eisen. Ich kann euch zeigen, nachdem Petter gestern Abend, nachdem das Licht weg war, den ersten Schuppi gefangen hat, konnte ich heute Morgen vor dem ersten Licht einen richtig guten Schuppi fangen. Und den zeige ich euch jetzt. Ja, Mann, was ein Teil. Das bei den Temperaturen hier hätte ich echt nicht mit gerechnet. Aber die Taktik ist voll aufgegangen. Richtig coole Farbe hier. Sehr geil. Yes. Ich muss auf jeden Fall erstmal die Zelthärtung anmachen. Es ist so kalt. Ja, Thema Rigs und Montagen. Da bin ich nicht so experimentierfreudig. Das Einzige, was ich da variiere, sind die Vorfachlängen. Ich fische hier mit Pop-Ups, weil ich über die Krebse hier Bescheid weiß und es ist ganz komisch, man könnte den Bodenköder einwrappen, aber am Poppy lassen die in der Regel komplett in Ruhe. Deswegen fische ich hier Multirigs. Relativ kurze Multirigs, einfach aus eigener Erfahrung heraus sind die Fische bei kalten Temperaturen nicht mehr so agil beim Fressen, wenn sie dann fressen. Und da versuche ich mit kurzen Rigs die Distanz zum Blei natürlich zu reduzieren und wenn sie dann mal Köder aufnehmen, dass er dann auch direkt hängt. Ja, das ist so der Sinn dahinter oder meine Intention, warum ich hier kurze Rigs verwende. Ja, ich passe mich da bedingt an. Ich fische auch Multirigs, zumindest nachts. Tagsüber setze ich auf kleine Schneemänner, kleine Bodenköder. 14mm VNX, kleines Fake-Maiskorn oben drauf, einen kleinen 12mm Poppy angeschnitten, einen kleinen kompakten Köder, der aber nahe im Grund liegt. Den kann man tagsüber durchaus alle 4-5 Stunden mal kontrollieren. Dann funktioniert das auch mit den Krebsen. Nachts habe ich da natürlich keine Lust mehr drauf, dann kommt auch ein Poppy drauf. Ich fische das Slip D-Rig damit. Einfach weil ich die Vorteile davon dieses Jahr zu schätzen gelernt habe. Man kann super schnell den Haken wechseln, man kann sehr viele Köder damit präsentieren. Man kann die Hakengröße variieren und das sind alles Sachen. Ich muss halt nachts, hier natürlich jetzt nicht, aber generell, wenn ich zum Beispiel nachts fische, ich fange nachts einen Fisch, der Haken ist stumpf, ich wechsle eben den Haken, ziehe einen neuen Köder drauf, das Rig ist wieder fertig. Ich fische den mit dem Crank X in Größe 6 jetzt hier. Viele fischen dieses Rig mit einem White Gap Haken. Ich persönlich mag den Crank sehr gerne, der fasst viel Fleisch, gräbt sich super ins Fischmaul ein, fällt sehr gut. Oh, und das ist so meine Wahl. Meine Wahl ist jetzt auf jeden Fall wieder ins Zelt zu gehen, weil es ist echt kalt. Ich glaube, mit uns beiden kann es nur lustig werden, weil Petter ist halt erst 11, wie er vorhin selber gesagt hat. Wer halt mit weißen Sneakers zum Winterangeln fährt, der kann in meinen Augen auch nicht ganz frisch sein in der Murmel. Erfahrungsbedingt. Erfahrungsbedingt weiße Sneakers beim Angeln. Genauso erfahrungsbedingt, wie du hier
kompletten Bumsschuppen auftackelst. Also dort steht Peters, ich mag es gar nicht mehr Zelt nennen, ne? Digga, was, warum tapest du das mit Panzertape? Na, getaped mit Panzertape habe ich halt, damit es nicht reinregnet. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Oh Gott, ey. Ja, es ist löchrig. Ich hatte mal Mäuse im Schuppen. Dann ist auch mal, irgendwo habe ich auch ein kleines Brandloch drin. Aber es sind halt Sachen. Es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass du dir das nicht leisten könntest. Nein. So, aber, das finde ich ganz interessant, weil du legst da einfach gar keinen Wert drauf. Es ist dir wirklich, wie man es hier auch wirklich sieht, ist es dir scheißegal. Das ist mir egal. Was mir nicht egal ist, steht unten am Wasser. Das, was unten am Wasser steht und das, was in meiner Rigbox ist, das muss funktionieren, definitiv. Da gehe ich keine Kompromisse ein, da scheue ich auch keine müde Mark. Aber ich sag mal so, solange hier oben der Schuppen noch steht, warum soll ich mir denn was Neues holen? Finde ich geil. Also genau das Gleiche. Gut, zum Beispiel mit dem Thermoanzug. Ja, den habe ich jetzt seit 3 Jahren. Das Ding ist komplett auf. Das hat hier riesige Löcher. Aber den habe ich halt an, damit es warm ist. Damit will ich nicht ins Wasser marschieren. Klar, das funktioniert halt alles noch. Es geht noch irgendwie. Und so lange hole ich es halt auch nicht neu. Ne? Natürlich, mal und immer wieder muss man da auch mal was erneuern. Ich sehe es nicht ein, da utopische Summen für auszugeben. Einfach damit es hier oben gut aussieht. Weil das Ziel, was ich hier erreichen möchte, ist Fische fangen. Und mein Zelt fängt ja keine Fische. Ja, hoffentlich nicht. Alter, frisch. Ja, kalt war's. So. Richtig kalt. Feierabend. Ja, wir haben heute Nacht minus 4 Grad gehabt. Jetzt haben wir es so 8, 9. Wir hauen ab auf jeden Fall. Genau. Es ist Sonntag, 8, 9. Zeit für Frühstück. Absolute Abfahrt. Ja, kurzes Resümee. Der Plan, den wir hatten, ist aufgegangen. Wir haben auf jeden Fall Fisch gefangen, Karpfen gefangen. Sogar nicht nur ein, sondern 3. Gesehen habt ihr 2. Peter, warum? Ja. Also wir sind ja hier nachmittags angekommen und sobald die Dämmerung hier eingebrochen ist, ich würde mal so sagen 19.30 Uhr, 20 Uhr haben wir den ersten Schuppi gefangen, beziehungsweise ich. Das war schon sehr kalt und ich war wirklich auch sehr müde, ich bin ja von der Nachtschicht gekommen. Dann lag ich gerade wieder im Schlafsack, da lief die Route nochmal los. Bin ich also runter, habe einen Spieler gefangen, ich würde mal sagen so 5 Kilo ungefähr. Ja, 5, 6 Kilo. Ja, und ich hatte kalte Finger, ich war stark übermüdet und dann. Also du hast auf jeden Fall ein bisschen geweint. Wurde der abgehakt und umgedreht und wieder reingeschubst in dem Hintergedanken, dass wir wahrscheinlich noch 10 Stück davon fangen werden. Ja, das war irgendwie so ein kurzer Höhenflug. Genau, ja. Kommst war, hier an, war aber nicht so. Ja. Kommst hier an, innerhalb von kurzer Zeit klingelt es direkt 2-mal bei den Temperaturen. Ich habe ja dann im Laufe der Nacht noch kurz vorm Sonnenaufgang den besseren Schuppi gefangen und wir haben eigentlich gedacht, boah, das läuft hier richtig stark, ja, ne? Genau, aber wir haben dann gedacht, wir sindet. Dann fing er an, ne? Der, ja, der Totentanz hier. Genau. Was kam dann noch? Dann kam nichts mehr, ja, eine Brasse noch. Ja, und eine Karausche hast du heute Morgen. Heute Morgen habe ich noch eine Karausche gehabt beim Einpacken, aber das war's dann auch. Ja. Naja, ja, ich aber denke trotzdem für 2 Nächte, für ein schnelles Wochenende. Auf jeden Fall sind wir nicht ganz frisch in der Murmel, ja, also wer für 2 Nächte hier nach Frankreich ballert bei den Temperaturen, das ist, ja, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und es hat geklappt. Es hat geklappt, genau, es hat geklappt. Wir sitzen hier 190 Hektar Wasser und, wisst ihr, und wir haben Fische gefangen. Und wisst ihr, ich habe eine Idee, ich weiß nicht, wie der Chris Heimanns das findet, aber ich habe jetzt eine gute Idee, ihr habt gesehen, es hat geklappt und deswegen verlose ich einfach das Futterpaket, was wir dabei gehabt haben. Und zwar verlosen wir 5 Kilo V&X in 14 mm, den Carbshake, den Teig, den V&X Bait Activator und die Seidenraupen. Ja. Hauen wir mit rein. Ich denke, da haben wir ein gutes Paket, da kann jeder was mit anfangen bei den Temperaturen. Auf jeden Fall, das hauen wir rein. Ausgelost wird das Ganze 2 Wochen, nachdem das Video hier online gegangen ist. Ich schreibe das nochmal in die, wie heißt es denn? Sag doch mal schnell. In die Videobeschreibung. Alter, also mein Kopf setzt aus bei den Temperaturen hier. Genau, was ihr dafür tun müsst, lasst einen Daumen da. Ganz gerne auch ein Abo. Liken, kommentieren hier, Glocke zerstören und wie das alles heißt. Ne? Und lasst einfach ein Feedback da. Wie hat euch das Video gefallen? Passt euch die Reihe? Soll ich diesen komischen Mensch hier auch noch ein zweites Mal vor die Kamera holen? Oh, fragt ihn nicht, hinterher kriege ich negative Kommentare. Ja, also, wie gesagt, Leute, es war echt kalt.
Ich hoffe, ihr wart unterhalten, konntet vielleicht sogar ein bisschen was mitnehmen für die kalte Jahreszeit. Wir sind raus. Bis dann.